Weil es ist ein Yamaha. Dasselbe war bei der WR, die kam raus. Ein Jahr später, jeder hatte sie. Also sie war sehr schnell verbreitet. Und das war bei der YZFR nicht anders. YBR war es anders, das war sehr viel anders. Die wird ganz selten verkauft, aber es ist eigentlich ein ganz cooles Motorrad. Für einen kleineren Geldbeutel, wer Naked Bike will und so. Die meisten hatten sie ja als Fahrschulmaschine, die YBR. Im Moment holen viele als Fahrschulmaschine die Duke. Das wird schon bei mir nicht gehen, weil die Duke ist mir zu klein. Damit meine ich nicht nur, dass ich darauf zu groß aussehe, sondern dass ich am Tank nicht klarkomme. Ich stoße praktisch, bei der Duke-Verkleidung geht das ja hier so lang, also jetzt ist jetzt nicht so extrem weit, aber ich stoße dann mit dem Knie hier gegen und das geht gar nicht. Das heißt, ich jetzt halt die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich denke ja nicht. Ich habe hier noch einen coolen Bordcomputer, der mir ein paar Infos gibt. ...2,2 Liter verbrauche ich. Na, zumindest laut Bordcomputer, ich denke mal in Wirklichkeit sind das so 3. Das soll mir aber relativ wurscht sein, weil auch 3 ist sehr, sehr wenig. Bei dieser Nässe muss man vorsichtig sein. Na gut, ich habe jetzt ABS, das heißt Bremsen ist bei mir schon mal kein Problem. Zwangshaft musste ich schon ABS auch testen, was unfreiwillig war. Was keine schöne Erfahrung war. ABS fühlt sich sehr komisch an, aber ist ziemlich cool. Also wenn man dann praktisch diesen Druckpunkt spürt, wo man merkt, oh, jetzt blockiert das Rad, tut es das nicht. So komisch es klingt, das löst sich wieder und du hast ein Klackern im Hebel oder im Pedal, was jetzt erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Motovlogs habe ich immer geguckt, seit es sie auf Deutsch gibt, vorher englische. Ich glaube, wir kennen sie alle, Jake the Garden Snake etc. Also Case on Two Wheels natürlich. Deutsche gucke ich am allerliebsten. Sharky Motovlog, Cori, Icke, Cori ja nicht mehr. Charles Wright, Freeman sind so die ich am meisten gucke. Also wirklich immer, wenn eine neue Folge draußen ist, bin ich der als erstes auf Gefällt mir klickt und das Video geguckt hat. Weil die machen es einfach perfekt, macht es richtig Spaß so zu sehen, ein bisschen den ihr Lifestyle zu verfolgen. Berlin zu sehen bei Icke und Cori oder Potsdam. Ich verlinke die alle mal in der Beschreibung, würde ich sagen. Ich habe auch viel Beratung von Charles, Icke, Cori, Freeman, Sharky, da habe ich von allen von dem Beratung bekommen, welches Mikrofon ich benutzen soll, wie ich am besten meine Stimme aufnehme. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe eine GoPro Hero 3 Silver Edition. Und ich benutze diesen GoPro Adapter, weil der im Angebot war. Den habe ich für 17 Euro erstanden, statt für 25 fucking Tacken. Oh, ist das windig! Und von daher habe ich mir ein Loch ins Gehäuse gebohrt, meine arme GoPro, also ins Gehäuse von der GoPro. Das ist jetzt nicht mehr wasserdicht, das garantiere ich. Aber ich kann mein Mikrofon anschließen, ohne mir für 50 Euro ein Skeleton-Gehäuse zu holen. So, jetzt kann ich auch wieder normal reden. Weil, ne, habe ich keinen Bock drauf. Also das sind jetzt 6000. Das ist ABS. Boah.
Und hier ist es nass. Ich behaupte mal, dass man sich jetzt ohne ABS relativ leicht, wenn man es nicht unbedingt perfekt beherrscht, hätte man sich jetzt relativ leicht auf die Fresse legen können. Und vor allem, das war jetzt ja eine geplante Bremsung. Oh, wie oft denn noch? Das heißt, es war jetzt geplant, dass ich jetzt Vollgas bremse. Genau, ich bremse jetzt Vollgas. Nein, dass ich jetzt voll in die Bremse gehe. Aber wenn das jetzt in einem Schreckmoment passiert, dann legt man sich bei einer Maschine, die keine ABS hat, relativ wahrscheinlich bei Nässe. Ich glaube, da kann auch der beste Fahrer, wenn der sich nur mal so richtig erschreckt. Oh, das schaue ich noch, Gut, das waren jetzt 8000. Aber ihr seht, es hat ein Gang gereicht. Ist relativ lang übersetzt. Im Getriebe halt die MT. Im Vergleich zur alten YZFR und der WR hat man jetzt angeblich 70 Teile im Motor erneuert. Das erste, was auffällt, er ist schwarz. Was ist denn der? Das haben wir immer noch nicht da. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Nein. Ah, da ist er. Willkommen! Was ist das? Eine GoPro. Wie wird da dran? Das ist ein Kabel. Wo geht das hin? In meinen Helm. Wieso? Das ist ein Mikrofon. Oder hast du die Fotze gesehen? Die hat mir gerade voll die Vorfahrt genommen. Also die ist nicht weitergefahren, sondern dann, die hat praktisch, ich dachte, die habe ich gesehen. Und dann ist die einfach durchgefahren, weißt du? Und dann habe ich erstmal schön ABS getestet. Da waren eben die Bullen. Alter. Ja, die sind jetzt da vorne lang. Das ist noch ein bisschen chillen. Sitzt meine GoPro richtig? Ja, meine. Ja, denk mal. Nimmt meine auf? Ja. Darf ich mal? Was hast du da für eine Hobo-Tasche? Das ist meine Tasche. Sie haben rot, ne? Ja, Leute, eine Abendrunde. Oh Mann, ey. Was ist hier so ein Helm? Wo tanken? Mann!